Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum Hausflipper mit den Luxurier DLC. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen was für ein junges Pärchen renoviert und in der heutigen Folge nimmt alles seinen Gang, denn wir müssen für einen Geschäftsmann mit ausgezeichnetem Geschmack auf jeden Fall ein bisschen eine geeignete Wohnung in der Nähe seines Firmensitzes renovieren. Ich bin mal gespannt. Der Typ ist Chefredakteur des Angel Magazins, ne? Und müssen mal gucken, ne? Wo wir hier neu starten. Sieht auf jeden Fall schon mal recht cool aus. Wir werden da einiges zu tun haben und ich bin gespannt, wie wir das Ganze denn einrichten werden. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus und mal sehen, was das Ganze dann für uns bereithält. Vielen Dank auch für die ganzen Däumchen, auch für die ganzen Kommentare unter den letzten Videos. Und dann würde ich gleich sagen, dass wir hier gleich mal losstarten. My schedule is tight. But I wanted to drop in and walk you through the job. I like to have full control of the situation at all times. I only have a few minutes. The helicopter is waiting and its engines are still hot. This place looks unacceptable. You need to clean it thoroughly. For furnishings, pick something stylish, top class only. Money is not an issue. Are we clear? I need a room for my suits and ties. I want you to turn this area into a spacious wardrobe. I've left specific instructions in our contract. I'll pay you when you deliver your side of the agreement. I know you will fulfill the terms precisely. About this room, I would like to keep some things discreet. I trust my secret will be safe with you. Business as usual. Alles geht seinen Gang. Christopher Grey. Erinnert so ein bisschen an, ich glaube, 50 Shades of Grey, ne? So, wir machen mal Licht an hier. Sieht alles ein bisschen dunkel aus. Wir öffnen mal die Türen hier, machen mal ein bisschen Licht an und hoffen, dass wir das Ganze hier mal so ein bisschen erstrahlen lassen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder wie immer den Müll aufräumen, ne? Wir gucken uns das Ganze mal hier wieder an und müssen verschiedenste Sachen und Deko-Objekte hier auf jeden Fall wieder zu seiner Zufriedenheit natürlich, ready machen, ne? Wir gucken hier, wir haben verschiedene Räume. Verschiedene Räumlichkeiten, auf zwei Etagen das Ganze. Und ich denke, wir werden hier mehrere Folgen auf jeden Fall verbringen. Und irgendwie noch so ein Geheimraum hier. Guck mal, so ein geiles Kino, ey. Ist natürlich auch recht schick, ne? Müssen wir noch mal ein bisschen hier renovieren, ne? Wir schauen immer mal wieder hier in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen mal wieder rein. Und werden dann hier im Hausflipper hier unterwegs sein. Ist ein bisschen dunkel hier, ne? Es ist ein bisschen dunkel, aber im Dunkeln ist er bekanntlich gut munkeln. Und wir räumen jetzt erstmal den ganzen Dreck hier weg und müssen, lecker Nachos liegen hier noch am Boden. Und sind hier auf jeden Fall dabei. Ach, guck mal, wir haben hier so eine Taschenlampe. Oh, cool, mit F, wusste ich gar nicht. Gibt's wahrscheinlich schon wieder seit längerem, werdet ihr natürlich wieder schreiben. Aber nichtsdestotrotz macht das Spiel nach wie vor immer noch richtig viel Spaß. Und sorgt auf jeden Fall immer für ausreichend Content, ne? Das auf jeden Fall. Das macht Spaß. Es macht euch Spaß. Mir macht Spaß. Und das freut mich natürlich. In letzter Zeit kamen ein bisschen unregelmäßiger Videos. Ich werde immer gucken, dass ich jeden Tag so zwei Folgen veröffentliche, ne? Von LS Let's Plays. Was ist aktuell das Calmston Farm Projekt, was ja neu gestartet ist, mit dabei. Und dann immer noch ein anderes mit dazu, sodass wir immer ausreichend Abwechslung mit dabei haben. Ich weiß, ich kann es nicht mehr jeden recht machen. Aber ich versuche halt immer hier so ein bisschen stylisch, auch so ein bisschen von Hausflipper bis Cooking Simulator, ne? Gas Station geht natürlich auch bald weiter, wenn das wenn dieses neue DLC kommt, worauf ich auch schon sehr warte. Müssen wir mal gucken, ne? Und auch viele andere Sachen. Medieval geht bald auch wieder weiter. Und auch Foundation, ne? Ist halt auch ein recht schönes Spiel. So, wir müssen erstmal hier alles abräumen. Denn hier haben sie gegessen und es sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Wir haben hier immer noch irgendwo Müll rumliegen. Das Gute ist, wir haben natürlich hier oben immer diese Anzeige. Und müssen mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Ich glaube, hier liegt noch. Ach, guck mal, hier ein paar Chips. Und da vorne müsste irgendwie auch noch was liegen. Ach, guck mal, hier auf dem Boden. Mann, Mann, Mann. Haben wir hier noch irgendwas hier auf der Etage? Ich guck mal gerade kurz. Ich glaube, da liegt nur irgendwas, ne? Wir müssen noch ein paar Sachen verkaufen. Ein paar Sachen. Ach, guck mal, hier ist auch noch was dreckig. Wir haben hier auch verschiedene Bereiche, ne? Wo wir halt immer Sachen dementsprechend verkaufen müssen. Ich glaube, das, die Kunst will er nicht. Das muss auch weg hier. Das bleibt.
Der Tisch kommt weg. Ansonsten kommt denn noch alles weg hier. Das bleibt. Das Coole ist, mittlerweile wird ja auch immer angezeigt und gehighlightet, was bleiben soll, was weg soll. Finde ich persönlich auch ganz gut. So, ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie so ein Einbrecher hier, ne? So, da werden wir nochmal... Ach, Mist, falsche Taste. Q ist ja hier, ne? Die rechte Maustaste war da zum Säubern. Da werden wir hier mal ein bisschen einmal durchwischen, ne? Einmal feucht und fröhlich. Es ist hier recht dunkel hier in diesem Gebäude, ne? Guck mal, habe ich das Licht wieder ausgemacht hier? Gibt es hier überhaupt Lichtschalter? Machen wir das Licht an hier. Ach, guck mal. Ist gleich ein bisschen heller, ne? Aber, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. So, was soll denn hier alles weg? Das soll weg, das soll weg. Ah, die Sachen können wieder bleiben. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Müll. Das kann weg. Dieser ganze Kitsch, ne? Et muss halt alles weg. Welch, was keine Miete zahlt. Der Zebra-Ding will er behalten. Naja. Kunde ist König, ne? Und dem beugen wir uns so ein bisschen, ne? Was müssen wir denn hier machen? Hier müssen wir Gegenstände kaufen. Okay. Was haben wir hier noch für einen Raum? So ein Ankleidezimmer, ne? Ja. Auch recht schick. Und hier? Ah, die Lampen müssen weg. Okay. Die Spots bleiben, ne? So, gehen wir mal hoch, was da oben noch weg muss. Oha, guck mal, hier ist auch noch das Liebesbett. Oh, amore, amore. So, alles weg hier. Zack. BHs. Liegt natürlich alles rum hier. So, die Couch muss, glaube ich, auch weg hier. Schlüpper. Hier ist aber auch ganz schön dreckig. Hier müssen wir auch nochmal feucht durchwischen. Also zu tun haben wir jede Menge immer hier, ne? In den Hausflipper-Folgen. Ich habe auch bis zu einem gewissen Teil, ihr habt das vorhin schon zu Beginn gesehen, auch schon gespielt, ne? Das heißt, einige Sachen habe ich schon freigespielt gehabt. Das heißt, so ein paar Dinge, wenn ihr schon beim Livestreamer vorbeigeschaut habt, kennt ihr wahrscheinlich. Oder wenn ihr ab und zu mal beim Sim-Freitag vorbeischaut. Aktuell sind wir da eher so in Richtung Planet Zoo unterwegs. Was auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Game ist. Und auch sehr viel Spaß macht. Das kommt weg. Das müssen wir immer säubern. So, machen wir mal sauber hier. Ach hier, guck mal. Im Kino, ne? Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber... Es scheint fröhlich gewesen zu sein. Jede Menge Nachos, Kippen, leckere Getränke. Mehr oder weniger. Man kennt es ja, ne? Wenn man zum Beispiel Nachos isst oder so. Zum Beispiel, wenn ich abends mal im Bett oder auf der Couch liege, habe ich dann danach irgendwie alles versaut. Das ist auch mal sehr lustig. So, was haben wir hier? Was ist das hier für ein Chaos da? Irgendwo haben wir doch hier ein Chaos, oder? Warte mal. Kommen wir hier rein? Da rein? Ach, guck mal, hier haben wir doch Chaos. So, auch mal erstmal alles wegräumen hier, ne? Auch hier ganzen Klamotten, Socken und alte Sachen, ne? All das, was wir nicht brauchen, muss weg. Weh, weh, weg. Kennt ihr wahrscheinlich. Und, was haben wir denn hier noch? Haben wir da noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Irgendwas, was ich nicht will. Ah, guck mal da. Da war noch was. Da lag noch ein bisschen was rum. Hier haben wir auch noch. Ach, guck mal, hier das Bett. Leute, das muss natürlich auch weg. Das muss weg. Alles weg. Steuerunterlagen von den letzten Jahrzehnten, ne? Braucht natürlich auch kein Mensch mehr. Das bleibt. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Und dann haben wir das hier soweit schon mal ready. Man kann sich hier fast verlaufen, ne? Guck mal, hier haben wir noch ein weiteres Bad. Da müssen wir auch noch ein bisschen was ändern. Da waren wir schon. Sehr gut. Hier waren wir auch schon. Hier haben wir alles sauber. Sehr gut. Die Ankleidekammer hier. Oder Ankleidezimmer, wie man es ja, glaube ich, nennt. Haben wir hier noch irgendwas, was dreckig ist? Nee, hier scheint alles soweit richtig zu sein, ne? Oh Mann, ey. Hier verläufst du dich aber richtig. So, jetzt müssen wir da nochmal gucken. Hier müssen wir irgendwas rumliegen haben. Ach, guck mal da, auf dem Boden. Das ist natürlich auch sehr vertrauenserweckend, wenn man hier mit der Taschenlampe rumrennt, ne? Ist kein Diebstahlsimulator, das ist richtig. Aber irgendwo scheint hier noch was zu liegen.
Irgendwas gefällt ihm hier nicht. Ach da, guck mal, das ist noch so eine Tüte. Manchmal sieht man hier die Sachen nicht auf den ersten Blick und muss dann nochmal einen zweiten Blick wagen. Ne? Ach, guck mal hier, Glas, Glas. Sehr schön. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Wischi-Wischi. Da müssen wir auch nochmal durch. Hier war soweit alles ready. Sehr schön. Dann haben wir gleich so den ersten, die ersten Sachen soweit fertig. Da müssen wir auch nochmal durchwischen hier. Dann hier nochmal die Stühle und so weiter und so fort. Und irgendwo haben wir noch Müll. Irgendwo muss hier noch Müll liegen. Dann nehmen wir das hier weg. So, schön. Ich glaube, dann haben wir alles soweit fertig. Ne? Haben wir hier noch irgendwo Müll? Gegenstände verkaufen. LED-Stripes. Ach, die hier. Okay, die müssen weg. Gut. So, da auch. Die müssen alle weg. Okay, schade eigentlich. Also Monte hat es hier gefallen mit den vielen LEDs. Ich finde die Musik auch immer noch sehr beruhigend hier im, im Hausflipper. Viele sagen, das Gedudel geht mir auf den Sack. Da macht doch die Musik aus. So. Alles weg hier. Christopher Grey. Hört sich irgendwie echt nach, nach 50 Shades of Grey an, ne? So, Vase Coreal. Ist in der Vase. Ah ja. Gut, die ist weg. Wir müssen noch einen Gegenstand verkaufen. Noch eine Vase. Haben wir irgendwo hier noch eine Vase? Ich guck mal hier. Nee, hier, hier lässt er sie drin. Das ist ja auch Schwachsinn. Kann man an- und ausschalten. Mhm. Lotus-Kronleuchter. Ah, der muss weg. Okay. Das haben wir auch fertig. Da müssen wir 5 Gegenstände kaufen. Hier müssen wir noch ein. Ah, das muss auch weg. So. Jetzt gucken wir hier nochmal, ob wir da irgendwie was loswerden müssen. Nee, ne? Hier brauchen wir einen Handtuchhalter. So, das Geilste ist, bei den Aufgaben können wir direkt hier auswählen, was wir da brauchen. Das heißt, wir brauchen einmal hier einen Handtuchhalter und ich würde sagen, auf der gleichen Höhe. So, dann haben wir den Raum schon mal fertig. Ja, können jetzt hier soweit alles ready machen. Was brauchen wir hier? Gemälde. Realitätsfluch. Okay. Ich würde sagen, ah, die müssen wir ein bisschen kleiner nehmen, ne? Gucken wir mal. Ich glaube, ich nehme mal Größe S. Guck mal, Größe S sollte gehen. Zack. Gemälde Edelstein. Wer kennt es nicht, ne? Auch hier die Größe S. Richtig schön alles platzieren. Dann brauchen wir hier noch. Ja. Und daneben auch noch eins, ne? Und dann sind wir nämlich damit auch schon mal fertig. Und haben den Eingangsbereich schon mal ein bisschen neu definiert, ne? Ach, tippitoppi. So, das Zimmer ist auch fertig. Hier waren wir fertig. Was haben wir jetzt hier noch? Die Garderobe, die mussten wir nur reinigen, ne? Das heißt, hier können wir auch schon mal die Tür zumachen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal hier an. Ein Webbe-Kronleuchter. Eine große Couch, okay. Ah ja. Sehr extravagant. Ich würde mal sagen, in Gold. Die Frage ist, wo hängen wir denn wieder hin, ne? Dass er den auch wieder anrechnet. Weil manchmal, weil da oben können wir nicht anhängen, weil ansonsten nimmt er den nicht. Ich würde mal sagen, wir machen den mal hier so hin. Ach, guck mal, ist doch gleich viel heller, ne? Sehr toll. Die können wir nochmal ein bisschen versetzen. Hier so. So ein bisschen mittig, ne? Dann brauchen wir noch eine Epox-Couch, ein Klavier. Oh Gott. Was ist das denn hier? Das ist ein Tisch, ne? Ein Couchtisch. Können wir natürlich hier... Nee, das sieht blöd aus. Machen wir es mal so hier. Nee, es gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, Leute. Wir sind natürlich immer ein bisschen die Platte mal in der Farbe, ne? Ach, guck mal. Das ist viel schöner, edles Holz. Hm? Ein Klavier. Ich glaube, das können wir hier unten drunter stellen, ne? Dann machen wir das auch nochmal ready. Kann man natürlich alles drehen hier, ne? Direkt hier den Flügel. Das Problem ist wieder, das Klavier müssen wir, glaube ich, hier so hinstellen, ne? Hier so.
Hat er angerechnet? Jo. Ach, entspanntes Klavier. Dann Sisus. Was ist das denn? Ach, ein paar Pflanzen. Hm. Ja, in diesem Goldeffekt würde ich jetzt fast sagen. Stellen wir da eine hin. Und vielleicht hier so eine. Blub. Hocker für Schminktisch dunkel. Mhm. Interessant. Ah ja, der ist wahrscheinlich hier für den für das Klavier, ne? Das können wir hier mal so. Ah ne, warte mal, das passe ich nochmal ein bisschen an von der Farbe her. Nee, nee. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie bei Mutti, ne? Mit rosa Punkten. Ich würde sagen, wir nehmen das hier und machen mal hier. Die Farbauswahl manchmal ist echt sehr, naja, fragwürdig, sagen wir mal so. Gemälde, Stur der Trauer. Das können wir da, glaube ich, hinhängen. Kann man den Kamin eigentlich? Guck mal. Amoda, Amoda, Leute. So, guck mal. Sehr schön. Cool, cool. So, Sturm der Trauer brauchen wir. Zack, zwei Stück. Würde ich sagen, hängen wir mal hier eins hin. Und vielleicht auf der Höhe. Ja, das passt ganz gut, ne? Dann noch hier dieses schöne Ding hier. Sehr gut. Und dann in der Mitte nochmal eins. Das passt. Ach, das ist ein Teppich. Okay, gut. Da müssen wir es gleich nochmal ein bisschen verrücken. Das heißt, ich würde das hier ein bisschen rüberpacken, damit das hier vom Abstand passt, ne? Sehr gut. Tippitoppi. So, Wohnzimmer haben wir schon mal ready. Das heißt, wir kommen jetzt hier in den Ess- und Küchenbereich, ne? Auch ein Webbeck-Kronleuchter, ne? Wer kennt's nicht? Hatte ich, glaube ich, in dem Gold, ne? Den können wir hier direkt unterm Tisch packen. Ach, herrlich, guck mal. Müssen wir mal kurz hier die Stühle einmal richtig hinstellen. Christopher Grey. Mhm. Sehr schön. Ne? Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob das wirklich dieser Typ ist. Von hier 50 Shades of... Keine Ahnung was. Ich weiß es nicht. Müsste der eigentlich sein, ne? Dieser komische, exzentrische Typ da. So, was brauchen wir noch hier? Heller, glasierter, niedrig, was? Eine Uhr. Lothringen. Ah ja, schön in Gold, ne? Damit man hier schön weiß. Ah, herrlich. Und dann noch drei Oberschränke. Sehr schön. Bei... Nee, das passt nicht. Da müssen wir nochmal ein Stückchen rüber hier. Ich muss das mal kurz hier einmal an der Kante packen, ne? Weil ansonsten passt das rein optisch nicht. So. Das für große Menschen, ne? Ach, herrlich, guck mal. Das ist schön bündig, ne? Wobei, eigentlich könnten wir es noch ein Stück weiter nach rechts. Dann haben wir das dann auch noch soweit ready. Sehr schön. Ach, schon viel besser. So, Küche haben wir auch fertig. Hier sind wir fertig. Das heißt, im unteren Bereich haben wir, glaube ich, alles. Ne? Hier waren die Handtuchhalter. Hier muss man nur sauber machen. Und, ach, guck mal, die Tür kann sogar rein. Oh, schick, schick. So, auf geht's nach oben. Machen wir da auch noch weiter. Sehr schön, sehr schön. Wobei, ich weiß nicht. Ich würde sagen, ne, wir belassen es erstmal hier bei der ersten Folge von 2 mit Christopher Grey. Wer kennt ihn nicht, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten. Schreibt mal gerne eure Meinung hier zu dem Spiel rein. Also ich finde es auf jeden Fall echt cool. Sieht optisch sehr, sehr geil aus. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und wenn es euch gefällt, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.